Hallo und gleich zum nächsten Teil. Ich lade mal. Ich habe jetzt auch übrigens noch nicht in der Komplettlösung reingesehen. Weil ich denke, das können wir auch zusammen machen. Ich drücke mal und gehe auf meinen Webbrowser in Steam. So, Edna. Kann ich ja eigentlich Favoriten anlegen? Huch, Edna bricht aus. Nee. Komplettlösung. Dann mache ich mal das Bild etwas größer. Die Zelle, da waren wir schon. Keller waren wir. Irrenanstalt waren wir auch. Gemeinschaftsraum. Nein, ich glaube, hier sind wir. Irrenanstalt. Das ist alles Bio. Du stehst doch auch auf natürliche Dinge, oder? Ja klar. Sehr. Jetzt ist Zeit für Chibo. Oh nein, jetzt kommt hier auch noch Werbung. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich Pause gedrückt. Siehst du? Alles Bio. Ja, Bio kann ich mal kreuzweise. Wo ist denn hier noch Werbung? Hier. Puh. So, nochmal zurück. Auch eine Anstalt. Nehmt den Ventilator und klettert in den Gang hinein. Ich glaube, das haben wir schon. Schläger, andere Tür öffnet. Fenster, Dach gelangen. Das haben wir. Auf dem Weg nach unten könnt ihr den V-Raum einen Besuch abstatten. Haben wir auch. Geht in den Raum mit dem Fernseher. Hier schaut ein Professor, möchte auch nicht den Kanal wechseln. Erzählen, dass die Dinos aussterben. Schaltet auf den Börsenkanal. Merkt euch die Folge da kaufen oder verkaufen. Oh, Leute. So bin ich nicht drauf gekommen. Wieso habe ich einfach nicht probiert, den Sender umzuschalten? Darauf wäre ich aber jetzt nie gekommen, muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Da hätte ich hier noch eine Stunde lang rumgeirrt. Man kann auch gar nicht. Hier ist doch kein Knopf zum Umschalten. Muss ich den einfach nur benutzen mit Rechtsklick? Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Ansehen. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es um Kaufen. Gibt es noch mehr Sender? Ah, jetzt kann ich kaufen. Verkaufen, kaufen. Kaufen? Kaufen. Verkaufen? Nee, kaufen. 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 Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen. Okay. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Jetzt mal mitverkaufen. Verkaufen? Nein, noch nicht verkaufen. Ich halt mal weiter. Mit dem berühmten Rechtsklick, der hat mir schon mal fast das Spiel versaut, sag ich mal, weil ich nicht wusste, dass ein Fenster mit Rechtsklick aufgeht. Genauso jetzt mit dem Fernsehen. Mit Rechtsklick schaltet man den Fernsehen um. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Jetzt sollte ich ja nochmal mit Yupi sprechen. Hallo? Hallo? Ah, hier, kaufen und verkaufen. Kaufen? Was sagst du? Kaufen? Nein, nicht kaufen. Nein, nicht kaufen! Nicht kaufen! Nicht kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Ah, also muss jetzt alles kaufen. Hallo? Hallo? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Nein, kaufen. Alles kaufen, ja. Nein, kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, ein Glück.
Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du? Puh, ah. Dass ich da nicht abgelenkt war. Kaum auszudenken. Das heißt, wir sind schon ziemlich gut gewesen, nur die letzte Antwort war in dem Sinne falsch. Nochmal reden. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Jetzt machen wir... Ja, jetzt schnell verkaufen. Nein, sieh mal, Jubi, es ist ein Junge. Ich glaube, das stand auch in der Komplettlösung jetzt, wo ich es lese, fällt es mir ein. Sieh mal, Jubi, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Sch... Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Okay. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde Yubi ein bisschen unsympathisch. Ich wollte sagen, dass er eine Meise hat, aber irgendwie haben das hier alle daher. Gut, jetzt mal ein Stück weiter. Jetzt hoffe ich mal, dass er wieder eine Weile auskommt, ohne eine Komplettlösung schauen zu müssen. Weil das hier wurde uns ja auch schon zu weit verraten von Poki, dass man den Hörer hier einhängen muss, um an eine Münze zu kommen. Nehmen. Wechselgeld. Wir sehen es uns mal an. Ich bin reich. Und die Münze verwenden wir jetzt gleich beim Münzautomaten. Wo war denn das? Ich glaube, hier. Dann zum Barmann und da hinten dann raus. So, und jetzt finde ich hier die Münze. Ich hoffe, das geht. Nicht, dass es nur wieder ein Trick ist. Die Becher scheinen alle zu sein. Der Kaffee läuft einfach durch. Das habe ich mir schon gedacht. Aber wir haben ja immerhin zwei Becher sogar. Gute Idee. Huch, der hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das war wohl der falsche Becher. Okay. Dann der. Huch. Ich hoffe, der geht jetzt. Ja. Es ist doch die Münze weg. Kann ich ja wieder... Ich brauche eine Münze. Oh, hätte ich es mal vorher gemacht. Sag nicht, dass die Münze weg ist. Ach, muss ich nochmal Wechselgeld wahrscheinlich holen. Ich hoffe, das geht auch wieder. So. Inventar. Benutze das Müttert. Ist halt das Schöne bei Steam. Ich kann ja auch nebenbei auf Google zugreifen. Puh. Scheinbar hat jemand in meiner Abwesenheit versucht zu telefonieren. So ein Glück. Ja. Und da könnt ihr live mitschauen, sobald ich nach der Lösung nachschaue. Bei Spielen, die Steam nicht unterstützen, geht das natürlich nicht. Da muss ich mir das anders überlegen. Vielleicht schneide ich dann die Suche sogar mal raus. Da braucht ihr nicht einfach nur auf ein Standbild zu schauen und warten, bis ich die richtige Lösung gegoogelt habe. Weil das eine oder andere Click-and-Point-Spiel gibt es noch, was ich gerne zocken würde. So, benutze Münze. Da ist sie. Dachte schon, ich habe sie vergessen mitzunehmen. Hm,
Kaffee. Und jetzt mache ich das, was ich schon vorhin in der letzten Folge erwähnt habe. Den Kaffee an den Typen ausprobieren, der an und für sich schon nervös ist und eigentlich überhaupt gar keinen Kaffee vertragen kann. Der Kaffee. Versteht ihr denn nicht? Der Kaffee. Harvey bekommt keinen Kaffee. Er ist so schon vollkommen überdreht. Nickidi, biggidi, nickidi, biggidi, nickidi, biggidi. Kuckuck! Oh ja. Wir garnieren das Ganze mit einer toten Fliege. Nee. Aber ich muss benutzen machen, nicht nehmen. Benutze Fliege mit Kaffee. Ja, das ignoriert sie komplett. Kann ich den Kaffee auch selber trinken? Benutze. Autsch! Heiß! Gut. Mal gucken, mit wem wir den Kaffee kombinieren können. Aber ich versuche meinen ersten Verdacht. Der Typ, der nämlich richtig nervös ist, vielleicht lässt er vor Schreck seine Fahrkarte fallen. Und dann bin ich sicher, dass ich noch einen Kleiderbügel brauche, um das ganze System hier benutzen zu können. Und da muss ich dann beim Alumen irgendwie weiterkommen. Aber erstmal gucken, ob das überhaupt geht. Nicht, dass ich jetzt nur Quatsch erzählt habe. Benutze Kaffee. Und ich habe nur Quatsch erzählt. Ja, das ist jetzt der Punkt. Jetzt haben wir Kaffee und ich weiß schon nicht mehr weiter hier. Nein, danke. Ich trinke keinen Kaffee. Gib mir meinen immer an den Zappelphilipp da hinten in der Ecke. Dachte, dass er davon vielleicht mal ein wenig ruhiger wäre. Aber er wehrt sich und windet sich. Und schließlich muss ich ihm den ganzen Dreck mit Gewalt einflößen. Stimmt das nicht? Mach das Maul auf, du dreckiger Süßwasserplatzfisch! Er ist auch auf die gleiche Idee gekommen wie ich, das Kaffee einfach zu verwenden. Der Kaffee, hat er gerade gesagt. Man sagt immer so gerne das Kaffee, der Kaffee. Was mache ich jetzt mit dem Kaffee? Kaffee steht nicht auf der Karte. Na, Tür auf oder auch nicht? Was mache ich mit Kaffee? Trockelbecher ist auch ziemlich hibbelig. Was, wenn ich denen das gebe? Ich habe dir einen Kaffee gebracht. Trockelbecher? Dann nicht. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Hast du Durst? Nein, danke. Ich nehme tagsüber keine Flüssigkeit mehr zu mir. Verstehe. Du sammelst Feuchtigkeit, indem du nachts den Äther anzapfst. Stimmt's? Nein, wie soll das gehen? Ich trinke nur nichts, weil mein Anzug keinen Hosenschlitz hat. Es dauert über eine halbe Stunde, bis ich mich da rausgepellt habe. Wir bieten einfach jeden und alles Kaffee an. Bestimmt muss ich mit dem Kaffee aber irgendeinen abgefahrenen Mist machen. Ist auch noch ein Becher. Ich störe sie lieber nicht. Ja, genau, deswegen gehe ich auch hin, weil ich sie nicht stören möchte. Vielleicht kann ich auch mit dem Kaffee die Topfpflanzen gießen. Hier. Ich hab dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Ach stimmt, er wollte es ja. Er wollte ja Kaffee haben. Das kommt davon, weil ich... Oh nee, da hat er nicht den ganzen Becher voll gemacht. Oh. Er wollte ja einen Kaffee, das hat er letzte Folge erwähnt. Vorletzte Folge. Die habe ich ja vor 2 Wochen gespielt, deswegen konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Boah, jetzt sieht das abartig aus.
Bärenschmalz. Wachsig und bernsteinfarben. Ah, super. Da tunken wir jetzt unsere Fliege rein und dann haben wir unsere... Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Und jetzt gehen wir zum Professor. Und der gibt uns bestimmt jetzt die Karte dafür. Wo waren denn nochmal hier? Ja. Benutze. Sieht ja sehr professionell aus. Einfach die Fliege reingedrückt. Naja. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino-DNS in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein meinen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Das ist ja super. Sind wir endlich weit, ja. Tatsächlich nur ein Kleiderbügel. Also tut sich damit meine Theorie komplett als Blödsinn darstellen, dass ich von Alumen den Kleiderbügel mir irgendwie schnappen muss. Weil ich schon verdächtig danach gefragt hat, ob sie den Alubügel von ihnen eventuell bekommt. Na, geht doch durch. Benutze Kleiderbügel mit Kontrolleur. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein grüniger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3. Dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Oh, es war so voller Vorfreude. Soll ich vielleicht den Kleiderbügel? Vielleicht hat doch der Aluman die Nummer 2. Oder der komische hier rechts. Nee. Das ist bestimmt Aluman. Benutze. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Ach, so einfach? Ja, die 2. Super. Benutze das mit ihm. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Endlich. Okay. Was für ein Anblick. So, Pugi hat einen Kommentar. Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht da überhaupt keinen Sinn.
Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Ich habe tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mandl gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3-4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Corriga-Tabs hatte. So. Reden mit Herr Mandl. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Wohnst du etwa hier? Wo fährt der Lift hin? Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wächst du? Gibt es hier drin Motten? Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mandl. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mandl, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Ein Gehrock? Wohnst du etwa hier? Wo fährt der Lift hin? Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wächst du? Das haben wir schon alles. Dann sind nur die Ostensuchfrage neu. Wohnst du etwa hier? Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Okay. Ich freue mich schon, wenn wir mal eine andere Umgebung sehen, weil die letzten 2-3 Folgen waren ja nur diese eine Etage. So, das ist wirklich ausgesprochen weiß. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Das war das, was Poki vorhin erzählt hat, dass es eigentlich gar keinen Sinn gibt. Aber irgendwann glaubt man selber, wenn man den Blödsinn oft genug wiederholt. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Wolfsspinnen, okay. So, ich denke mal, mit dieser Antwort werden wir dann auch zum nächsten Ausgang kommen. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon.
Ah, sehr schön, meine neue Umgebung. Poki hat gleich was auf Herzen. Tja, in diesem Screen ist das, was mir am besten gefällt, eigentlich die Idee mit dem Stromzähler. Dass Edna, wenn sie sich den Stromzähler anguckt, bei irgendeiner Reaktion, ich weiß nicht mehr genau, bei welcher, dass sie dann bemerkt, dass halt irgendwie Dr. Marcells Stromrechnung recht hoch sein könnte, weil irgendjemand ständig das Licht anlässt. Und je nachdem, ob das Licht an ist oder aus ist, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, wenn das Licht aus ist, dann geht sie extra nochmal hin und macht das Licht an, damit die Stromrechnung schön hoch wird. Das mochte ich immer. Sowieso irgendwie bescheuert, dass ich quasi in jedem Raum das Licht an- und ausschalten kann. Habe ich das eigentlich gemacht? Nur für das ein Rätsel? Keine Ahnung. Okay, es soll ein Rätsel mit Lichtschalter anscheinend geben. Das probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Wir schauen es uns jetzt mal im Dunkeln an. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Okay. Das finde ich eine gute Idee. Das ist sehr gut. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Ja, diese eine Lampe, die verbraucht 10.000 Watt. Jetzt schauen wir uns mal alles an. Erstmal gucken, was wir hier alles überhaupt ansehen können. Hier können wir wieder hochfahren, nehme ich an. Hier möchte ich auch nur ungern. Das kann ich nämlich nicht mehr sehen, diese Location. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Oh, neue Klamotten. Wahrscheinlich das gleiche, was sie schon trägt. Ich trage doch schon Wäsche. Naja, kann man nicht wirklich als Wäsche bezeichnen. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Das ist an die Wand geleimt. Ja, aber gut zu wissen, ob es wirklich, wie Poki selber gemeint hat, ob es wirklich so ein Wäschelift überhaupt gibt, existiert. Die Wäscherei hat das gut verpackt? Ich trage doch schon Wäsche. So, mehr haben wir hier nicht. Vielleicht kann ich den Sack aufschneiden. Ich glaube es aber nicht. Ich dachte schon fast, wir haben die Schere verloren. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Wir können sie mal auch einfach mal bemalen. Yeah. Ah, hätte der Pogi auch mal gemeint, von den ganzen Türen lassen sich nur drei öffnen, ein, zwei, und der da hinten nicht tatsächlich. Licht, wir brauchen Licht. So, Spiegel, 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 Schlauch, das ist bestimmt wichtig, müssen wir mitnehmen. Ah, Pogi hat wieder einen Kommentar. Ja, dieser Raum hat tatsächlich überhaupt keine Walkthrough-Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel mal eine Spüle treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Screen gleich drei auf einmal, hätte ich mir diesen Raum auch theoretisch starren können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller, realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann. Also, dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben, als das Spiel in seiner ersten Form fertig war, also zum Ende meines Studiums, war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte. Und es war fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von Dedelic, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe. Also nach der Gründung natürlich, da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben dann die Sprachaufnahmen gemacht. Und da habe ich halt diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen möglich gemacht habe. Ich wollte es einfach vollständig haben. Und ja, die Itemreaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten. Auch noch sehr bemerkenswert ist in diesem Raum, dass man ihn in Harveys neue Augen auch wieder besuchen kann, beziehungsweise man sieht ihn aus einer anderen Perspektive, und zwar sieht man das, was hinten in dieser Duschnische auf der anderen Seite dieser Trennwand mit der Spüle vor sich geht. Da gibt es denn einen neuen Insassen kennenzulernen, und die Kamera steht da quasi hinten links an der Wand und filmt in Richtung Tür, wenn man das so nennen kann.
Und das, was ich daran halt bemerkenswert fand, war, dass in unserem Fokusgruppentest, da haben wir Adventure-Spieler eingeladen, die halt das Spiel noch mal, schon mal durchtesten konnten. Also habe ich es in eure Augen jetzt und nicht Edmund bricht aus, sondern den Nachfolger. Und da hat tatsächlich eine Testerin bemerkt, dass ich dort einen totalen Fehler begangen habe. Und zwar, dass ich die Duschen auf die Seite der Trennwand montiert habe, während ich halt Pissoirs auf die Seite, wo hier in diesem Screen eben die Duschen sind, angebracht habe. Und die hat das als Bug reported in unserem Bug-Reporting-Tool. Es gab noch ein paar andere Einträge in dieser Fehlermeldung. Da habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und gedacht so, wow. Das fand ich jetzt einen sehr guten Kommentar. Das ist erstaunlich, dass eine Testerin sowas auffällt. Also Respekt. Und dann sieht man auch, wie so ein Spiel entwickelt wird. Dass man wirklich ein paar Tester einladen tut, die dann teilweise ein Programm oder auch einfach nur ein Klemmbrett haben, dann aufschreiben, Szene so, XY ist dieser Bug. Bitte behebt ihn. So funktioniert quasi die Qualitätsprüfung des Spiels. So, jetzt müssen wir gucken. Er hat ja gesagt, sollen interessante Dialoge mit einem Schlauch existieren. Dann gucken wir es uns mal erstmal an. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war okay. Immer. Er hat ja auch jetzt schon voran, dass der Raum hier eigentlich überhaupt gar keinen Sinn hat. Entschuldigung, aber Sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Naja, so viel Interaktion war das jetzt nicht. Da habe ich vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Könnt ihr auch mal uns selber angucken im Spiegel. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Spiegel nehmen. Ob es den auch mit einem anderen Motiv gibt? Spieglein, Spieglein an der Wand. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Ein schöner Reim. Und ich hab's geahnt. Dass sie genau das fragen wird und ansonsten gibt's ja sowieso nichts als wieder raus. Er wollte, dass man das ganze Irrenhaus betreten kann. Großer Nachteil von sowas ist halt, dass man dann noch planloser wird. Wenn dann viele Räume sind, in denen man eigentlich nichts zu tun hat. Und man denkt, dass in jedem Raum eigentlich irgendwas zu tun ist. Das verwirrt den Spieler dann natürlich extrem. Deswegen bin ich froh, dass es hier doch nicht so ist, dass er wirklich jeden Raum begehbar gemacht hat. So, wie sieht's, was ist denn das hier? Sieht aus wie ein, wie die Seite vom Wächter, wo wir vorbeigelaufen sind. Oh, täuscht das. Zellentür, Sichtfenster, Alarmknopf. Oder ist es hier eine ganz spezielle Zelle? Das wird eine ganz spezielle Zelle sein. Wir gucken uns mal hier hinten aus dem Kalender an. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Pogi hat ja noch was zu sagen. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt. Sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich muss ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Sehr gut. Warum nicht? Aber er spricht oft davon, dass in Harveys neue Augen viele Szenen wieder vorkommen. Das heißt, dann ist er wahrscheinlich wieder im Irrenhaus. Werde ich vielleicht auch dann mal Let's Play. Nicht sofort nach diesem Teil. Aber sicherlich kommt es irgendwann mal dran. Ich habe sie nämlich mal vor Jahren gekauft und nicht mal eine Minute angespielt. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Hallo, Baby. Benimm dich auf. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September?
Au! Harvey, benimm dich. Jetzt haben wir noch Stuhl, Alarmknopf. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Ich dachte schon, das Ding geht jetzt los und dann stürmen die Wachen ein und dann sitzt sie wieder in der Zelle. Alarm! Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Ja gut, ich das können mach, wir. Ich mein, Edna! Und was jetzt? Was meinst du? Oh, jetzt habe ich aus Versehen nochmal draufgeklickt. Mach doch, ich mein's Edna! Und es scheint keinen Effekt zu haben. So, Mülleimer. Leer. Den will ich nicht. Der würde mich nur behindern. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Ich hab's gehört. Von der Sesamstraße. Auch wie immer er heißt. Weil mir sein Name gerade nicht einfällt. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Und sonst neu nicht. Sichtfenster, können wir mal reinschauen, was da drin eigentlich überhaupt ist. Oh, da verändert sich die Maus. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich direkt im Vollbild selber reingucken. Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Okay, ich bin die neue Reinigungskraft, ich bin der neue Wärter, ich bin der neue Therapeut, ich bin ein unmögliches Tentakelwesen aus der Zwischendimension, ich bin Edna. Ja, was mache ich hier eigentlich? Ich muss weg. Tentakelwesen, das hört sich leicht an, aus der Zwischendimension wie H.P. Lovecraft. Oh, wir haben wieder von Pogi einen Kommentar, hören wir uns natürlich vorher an. Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gerne für jedes Spiel mit besetzen. Ja, überhaupt wie fast an alle Sprecher bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements, also die Schauspieler in Hamburg, meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahen Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß mal, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren. Und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter. Da musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, kleines Video geschossen. Und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählte und so. Das war sehr beeindruckend, weil plötzlich irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe den Faden verloren. Ja, ich finde ihn gut. Ich mache mal jetzt das mit dem Tag gewesen. Warte. Antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Das erinnert mich an Matrix, da gibt's ja auch einen Schlüsselmeister.
Was weißt du noch über mich? Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Was weißt du über Dr. Marcel? Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Ich muss weg. Der wirkt ein bisschen leicht gespenstig. Aber wir unterhalten uns trotzdem mal mit ihm, was mich am meisten auch selber interessiert hat, warum er eigentlich in der Einzelzelle sitzt. Da muss ja ein interessanter Psychopath sein. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Das wirkt alles so ein bisschen wie Hannibal Lecter. Was weißt du noch über mich? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Also mit denen zusammen möchte ich nur ungern ausbrechen. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Ja, wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Wie komme ich an ein Vehikel? Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäschelift. Es gibt ja doch einen dritten... Aber geh bitte kein unnötiges Risiko. Wenn du dich da brichst und das war's dann... Sehr fürsorglich. Okay, ich wollte es nochmal hören. Vielleicht brauche ich eine weiche Unterlage, dann kann ich es machen. So. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Na klar, Gold findet man ja hier überall. Wie komme ich auf der anderen Seite der Gitter? Das hatten wir. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Wie komme ich an Gold? Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als die dass Medaille. Man ankäme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Sind wir schon. Wie komme ich an Ton?
Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Mhm. Vielleicht muss ich dann mal in den Keller vorbeischauen. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Gut, wir haben jetzt keinen Gegenstand erhalten, sondern nur ein Gespräch. Bis jetzt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Was heißt denn noch über mich? Auf den Plan zurückkommen, was weißt du über Dr. Marcel? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Mhm. Und dann, ich muss weg. Ich mach mal, ich kann auf deine Hilfe verzichten. Bin mal gespannt auf die Antwort. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Okay, ich muss weg. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Gut, die Zellentür können wir nicht aufmachen, nur ansehen. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Wenn es doch nur so einfach wäre. Hallo? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Gut, gehen wir zurück. Dann scheint es ja verschiedene Stationen zu geben, an denen ihr halten könnt, beziehungsweise aussteigen könnt. Im Meschelift. Waren wir eigentlich schon überall? Hier kann ich auch zum Flurende gehen. Und da kommen wir bestimmt auch zu einem Keller. Oh. Wieso haben die einen Pullover an? Ah, wir hören uns erstmal Pogi an. Ich wäre gern bei dir, ich würde dich heute gern noch sehen. Wir könnten indisch essen und danach ins Kino gehen. Doch leider wird dafür wohl mein Zeitkontingent nicht reichen. Denn ich muss noch Lichtkanten zeichnen. Wir könnten in den Zoo, wir könnten an die Ostsee schwimmen. Wir könnten eine Menge tun, das mag ja alles stimmen. Doch ich bin noch am Zeichnen, werd dich dann wohl doch versetzen. Denn ich muss noch Schattenlayer setzen. Schattenlayer setzen. Lichtkanten zeichnen. Schattenlayer setzen. Und Lichtkanten zeichnen. Da musste er selber lachen. Was natürlich blöd, dass jetzt hier diese Hintergrundmusik ist, plus seine Musik. Das hat sich ein bisschen schräg angehört. Aber vom Text her war es cool, von seinem Liedtext. Also kann er auch Gitarre spielen anscheinend. Oh, ich kann hier etwas weitergehen. Mal gucken, was wir alles interagieren können, nur mit dem Bett hier. Die denken bestimmt, dass es hier mäßige Zwillinge sind. Oh, hier haben wir nochmal Pogi, einen Kommentar. Ja, die Idee zu Hoti und Moti, zu den siamesischen Zwillingen, die sich eigentlich nur den einen Pullover teilen, ist ungewöhnlich gesellschaftskritisch. Und deswegen ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass die Idee zu den beiden gar nicht von mir stammt, sondern von meinem guten Freund und damaligen Helfer in allen dramaturgischen Fragen, Erkan Yilmaz, der sehr viel Spaß dran hat. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Deswegen geht die gesamte Gesellschaftskritik um die beiden verschiedenfarbigen siamesischen Zwillinge hier den Bach runter. Peinlich.
aber wahr. Die Idee von, die ich dazu beigesteuert habe, ist Broti, der siamesische Drilling, der aber gar nicht da ist, der Kunstgeschichte in Paris studiert. Okay, dann sprechen wir sie mal an. Beziehungsweise schauen sie uns das mal an. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Ich habe leider meine Zwillingskarre nicht dabei. Die Musik ist hier ein bisschen schräg in den Raum. Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Dann reden wir mal. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Hotir und Moti, das sind aber ungewöhnliche Namen. Was sitzt ihr hier herum? Warum tragt ihr nur einen Pullover? Ich hau ab, kommt ihr mit? Bis später. Das mit dem Pullover würde mich schon interessieren. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Oh je. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Nur hat er mandelförmige Augen. Das sieht hier eher aus wie so eine Figur aus Kermit. Gibt's auch, ich glaube, so einen Professor, der hat auch nur so einen dünnen Körper als Körper und dann solche riesen Augen. Coole Augen. Klotzaugen. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Ah, okay. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Ich hau ab, kommt ihr mit. Ich mach mal das hier. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Broti studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Okay. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Ja, darum hat mir jetzt nicht viel gebracht. Aktuell noch. Ich schneide die Pullover einfach auseinander. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Das hat sogar funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Kann ich jetzt irgendwas Besonderes deswegen machen? Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Okay, dann eben nicht. So, wir gehen jetzt auch zum Mechalift und dann mache ich einen Schnitt. Weil dann haben wir auch fast eine Stunde voll und dann können wir mal schauen, wo uns da welche Lift in der nächsten Folge hinbringen wird. Huch, das war ja nicht. Bleibt ja nur noch die eine Tür da übrig. Gut, dann speichere ich jetzt und hat ja Spaß gemacht, nach 2 Wochen mal wieder zu spielen.
Ich werde es jetzt zukünftig auch nicht so lange schleifen lassen. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.